bin Vanessa Vandenhövel. Ich war 2016 für 6 Monate in Kenia, in der Hauptstadt Nairobi, in der Kenya National Commission for UNESCO. Also meine Hauptaufgabe in der Nationalkommission war der Aufbau eines Geoparks in Kenia, also potenzielle Gebiete herausfinden, mit der Gemeinschaft vor Ort sprechen. Zudem haben wir einen Essay-Wettbewerb für Kinder organisiert zum Thema Ocean Science. Wir haben einen Sensibilisierungsworkshop für Lehrer durchgeführt der Geowissenschaften. Und ich habe das Alltagsgeschäft begleitet, wie beispielsweise das Jugendforum oder die Organisation eines internationalen Jugendtages. Mich hat einfach begeistert, dass ich in ein Projekt komme, von dem ich vorher gar nicht so richtig weiß, was ist das. Ich wurde hervorragend vorbereitet darauf, hatte eine sehr gute Zusammenarbeit mit Kulturwald, wurde gut begleitet und habe Gastfreundschaft erfahren und das war was ganz Besonderes für mich. Wir haben ein bestimmtes Gebiet in Kenia ausfindig gemacht, das große geologische Besonderheiten aufgewiesen hat, weshalb wir einen Geopark dort einführen möchten. Das ist im Baringo County. Dort gibt es Fossilfunde, bestimmte Gesteinsarten. Es gibt auch einen alkalischen See mit Geysiren, eine große Menge an Flamingos. Das sind in der Regel über 1,5 Millionen. Und die geologischen Besonderheiten sind so groß, dass wir gesagt haben, da muss ein Geopark entstehen. Ich hatte eine großartige Zeit. Ich habe ganz viel Neues gelernt, habe viel über mich gelernt und ich möchte die Zeit niemals missen. Ich finde es großartig, dass Kulturwald auch Naturprojekte einführt, weil die Welt befindet sich in einem Wandel und es ist ganz wichtig, dass wir unserer Verantwortung bewusst werden, dass wir uns für die Natur einsetzen und uns für die Natur stark machen.